Anja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven Roleplay. Heute klone ich mich selber und falls ihr die letzten Roblox Brookhaven Roleplay Videos nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch hier oben eine kleine Playlist, da könnt ihr euch die anschauen. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, da verpasst ihr keine neuen Videos und klickt unbedingt die kleine Glocke, damit ihr Benachrichtigungen kriegt, wenn ich wieder uploade. Alrighty, dann los geht's! Oh Mann, ich habe überhaupt gar keine Lust, wieder auf die Schule zu gehen. Mann! Nein, ich will nicht wieder in die Schule. Ich weiß. Oh Mann, wenn es doch nur irgendeinen Weg geben würde, nicht zu müssen, kann man die Sommerferien nicht länger machen. Ich würde gerne einfach in meinem Zimmer sitzen und spielen und fröhlich sein. Warum sind die Sommerferien immer so schnell vorbei? Das ist echt so. 6 Wochen, da denkt man sich, oh ja, 6 Wochen frei, aber gar nichts. Und vor allem, Schule ist auch immer so ewig. Weißt du, wie viel wir da immer sind? Das ist ja nicht, dass man, also früher habe ich das Gefühl, hatten wir früher aus, aber jetzt sitzen wir da teilweise bis, keine Ahnung, 3 oder 4. Und dann kriegen wir auch noch Hausaufgaben auf. Oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen, stimmt ja. Boah, ich wünschte, wir könnten uns einfach klonen und dann unsere Klone in die Schule schicken. Warte, was hast du gerade gesagt? Ich wünschte, wir könnten uns einfach klonen und unsere Klone in die Schule schicken. Geht es nicht? Ich meine, das ist... Ich habe eine Anzeige gesehen im Internet neulich. Okay, Taylor. Aber das ist vielleicht ein bisschen riskant. Vielleicht sollten wir das nicht machen. Also, I don't know. Ich weiß nicht, ob sich Klonen da so der Weg ist. Also, vielleicht lieber nicht. Komm schon, Ronja. Das ist sicher voll gefährlich. Lass uns das nicht machen. Andererseits, nicht in die Schule müssen, wäre schon cool. Vielleicht können wir doch mal gucken, ob du die Anzeige überhaupt findest. Wenn du sie nicht findest, ist es ja eh egal. Okay, hast du was gefunden? Hier steht es. Hier steht, ich kann nicht klonen. Okay, aber wer postet das im Internet? Wer kann wirklich einfach... Also, was steht denn da überhaupt dabei? Sind da noch irgendwelche Informationen über den, der das macht? Hat er irgendwelche Erfahrungswerte? Nee, hier ist nur die Adresse. Sollen wir da einfach hingehen? Ich meine, das Ding ist, hingehen ist vielleicht nicht das Problem, oder? Dann können wir ja erstmal von außen gucken, ob das gefährlich aussieht. Wenn es in irgendeiner Hintergasse ist, dann würde ich vielleicht lieber nicht hingehen. Warte, ich schreibe die mir kurz auf. Okay, das ist tatsächlich gar nicht so eine schlechte Idee. Okay, meine Mom schläft unten. Also müssen wir leise sein. Okay, alles klar, dann versuche ich unauffällig zu sein. Okay, ganz leise, vorsichtig. Ich sehe deine Mom nirgendwo. Okay. Ich gucke und... Okay, raus. Okay, yay! Okay, wo müssen wir hin? Das ist irgendwo auf der anderen Stadtseite. Alles klar, gut, dann in die Richtung hier. Was soll schon passieren? Boah, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendein Wahnsinniger und der entführt uns. Und keine Ahnung, dann sind wir für immer in irgendeinem Haus und keiner weiß, wo wir sind. Überleg mal, wenn alles klappt, müssen wir nie wieder in die Schule. Das ist wahr. Das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt. Weil ich habe gar keine Lust auf Schule und kann den ganzen Tag machen, was wir wollen. Okay, das stimmt. Okay. Okay, ich bin überzeugt. Da vorne ist es. Puh, okay, aber das sieht riesig aus. Okay, dann das wirkt relativ gut, oder? Also, ich denke mal, da wird nichts Schlimmes sein. Kommst du mit? Ist alles okay? Warum bist du am Handy? Oh nein, meine Mom ruft mich an. Ich muss schnell nach Hause. Oh, muss ich jetzt alleine hin? Oh, okay, okay, aber das sieht relativ legit aus. Ich glaube, ich traue mich das. Ich glaube, ich lasse mich jetzt klonen hier. Drück mir die Daumen. Viel Glück, Ronja. Dankeschön. Mach's gut. Okay. Dann scheinbar ist das jetzt das Haus. Klingel ich mal. Ob hier jemand überhaupt zu Hause ist, auch schon mitten in der Nacht. Okay, hallo, ist jemand zu Hause? Oh, ist hier keiner zu Hause? Ich klingel nochmal. Hallo? Irgendjemand? Oh, da ist jemand. Hallo? Oh, kann ich einfach reinkommen? Hi. Ich bin hier wegen der Anzeige. Ich habe meine Freundin und ich haben die im Internet gesehen. Wegen dem Klon. Meine Anzeige? Oh, du möchtest dich klonen lassen? Ja, genau. Ich wollte mich klonen lassen, damit ich nicht mehr in die Schule muss. Und damit mein Klon für mich Hausarbeit machen kann. Weil meine Mom ist immer so, oh ja, du sollst putzen und, keine Ahnung, Grasen mähen. Und das habe ich gar keine Lust drauf. Deswegen habe ich gedacht, das kann vielleicht mein Klon für mich machen. Kein Problem, sehr gerne. Aber bist du nicht ein bisschen jung?
Gibt's ein Mindestalter fürs Klonen? Also da stand ja nichts dabei bei der Anzahl. Also ist das okay? Wie gesagt, ich würde mich trotzdem gerne klonen lassen. Verstehe. Kennst du die Risiken vom Klonen? Klar kenne ich die Risiken vom Klonen. Aber falls sie da gesetzlich für gebunden sind, dann können sie die gerne auch nochmal aufzählen. Vielleicht kenne ich die Risiken nicht. Okay. Ein Klon ist für die Ewigkeit. Einmal geklont, ist er für immer da. Okay, ja, das ist gut. Der soll ja auch für immer für mich in die Schule gehen und blöde Arbeiten machen. Das ist was Gutes. Im schlimmsten Fall kann dein Klon böse werden. Oh, okay. Was sind denn da die Wahrscheinlichkeiten für, dass das passiert aber? Also, passiert das oft oder ist das mehr so ein einer in 500.000 Klon? Das ist noch nicht gut erforscht. Okay, nee, das ist okay. Das kann ich machen. Sicher, dass du das willst? Ja, ich will unbedingt geklont werden, bitte. Okay, dann komm mit. Wo komme ich mit hin? Was ist das? Hier ist meine Klonkabine. Oh, okay, das sieht einfach genug aus. Was muss ich machen? Das sieht tatsächlich gar nicht mal so Hightech aus. Ich dachte, hier gibt es irgendein Untergrund-Kellerlabor. Du gehst rein, ich stelle ein paar Variablen ein und schwupp. Ein paar Minuten später kommt dein Klon raus. Alles klar, das kriege ich hin. Bereit? Ich bin bereit. Okay, ich gehe in die Kammer. Okay. Komm ich wieder raus? Sind die Variablen eingestellt? War's das schon? So, das wär's. Jetzt einfach 5 bis 10 Minuten warten. Alles klar. Oh Mist, schon so spät? Ich muss leider weg. Hier, ich schreibe dir schnell meine Nummer auf. Nur falls es Probleme geben sollte. Wird schon, hoffe ich mal. Okay. Dann warte ich hier wohl mal und 5 bis 10 Minuten. Ich kann eigentlich in den Whirlpool, wenn er nicht da ist. Spricht ja nichts dagegen. So einen habe ich bei mir nicht zu Hause. Puh, was waren das jetzt schon? 10 Minuten? Eigentlich müsste so langsam die Zeit rum sein, oder? Ich guck mal nach, ob mein Klon schon. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist mein Klon! Hi, Klon! Hallo, Ronja! Oh mein Gott, das hat... Ich kann nicht glauben, dass es geklappt hat. Ich weiß nicht, warum ich da so dran gezweifelt habe, aber das ist ja amazing. Oh mein Gott, die sieht aus wie ich. Die sieht... Okay, sie hat ein bisschen andere Haare, aber das ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber, also sie hat einfach nur eine andere Frisur. Die Haare sind gleich. Oh mein Gott, ich habe einen Klon. Das ist ja... Das sieht keiner. Ich habe gedacht, okay, so wie der Wissenschaftler das gesagt hat, war das nicht so richtig gut erforscht, aber... Das findet doch nie jemand raus. Die kann ich in die Schule schicken. Die kann für mich Hausaufgaben machen. Die kann... Oh mein Gott. Klon, wir werden amazing times zusammen haben. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich bringe dich in dein neues Zuhause. Oh mein Gott, ich hoffe, es sieht mich keiner. Das ist vielleicht ein bisschen auffällig, wenn ich hier mit meinem Klon durch die Gegend laufe. Aber gut, ich kann mich ja ein bisschen im Schatten halten. Da ist die Schule, da wirst du gleich hingehen. So, Klon, das hier ist dein neues Zuhause. Ich weiß, es ist nicht super schön. Aber jetzt, wo ich dich habe, kannst du mir einen Haufen Geld verdienen. Und dann haben wir vielleicht auch irgendwann so ein hübsches Haus wie Taylor. Okay, ich habe mir überlegt, ich weiß, hier ist nicht riesengroß, aber ich habe mein eigenes Badezimmer hinten bei meinem Schlafzimmer. Hier wirst du dich erstmal verstecken. Also, okay, hier. Du bleibst hier erstmal stehen, bis morgen. Komm hier nicht raus, okay? Du bist hier versteckt. Meine Mom darf dich auf keinen Fall sehen. Niemand anderes darf dich sehen. Verstanden? Hunger, brauche Essen. Okay, warte kurz, ich hol dir was zu essen. Essen. Liegt in der Küche noch was? Okay, ja, hier ist Pizza. So, okay, das ist jetzt fein für den Klon. Einmal hier. Bitteschön. Okay, aber er hat Pizza, das ist gut. Wie gesagt, du bleibst hier drinnen über Nacht. Du kannst morgen für mich in die Schule gehen. Und, genau, dann gehe ich schlafen. Mach's gut. Oh mein Gott, das muss ich sofort Taylor erzählen. Das kann ja nicht sein. Das ist ja, oh mein Gott. Oh, die wird es überhaupt nicht glauben. Ich war... sie ist bestimmt voll überrascht. Oh mein Gott, die ist so neidisch garantiert, dass sie jetzt noch keinen Klon hat und ich morgen nicht in die Schule muss. Taylor? Taylor? Warte, Taylor ist bestimmt oben. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, Taylor. Okay, Taylor, es hat alles geklappt. Oh mein Gott, Ronja, ist alles okay? Ja, mir geht's gut, alles prima. Ich war beim Klonmann und der hat tatsächlich... Ist es tatsächlich ein Klon von mir? Der sieht aus wie ich. Der sieht 1:1 aus wie ich. Du bist nicht an dein Handy gegangen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Oh, das tut mir voll leid. Aber, Taylor, du glaubst das nicht. Das ist, der ist aus der Maschine gelaufen. 10, 5 Minuten, nachdem ich da fertig war. Und dann sieht aus wie ich. Der ist jetzt in meinem Badezimmer. Ich habe den jetzt bei mir reingesteckt. Warte, wirklich?
Ja, ich weiß. Das ist, ich hab's auch nicht geglaubt. Als der rausgelaufen ist, das war surreal. Du hast jetzt einen Klon von dir? Ja. Der wird wohl angeblich für immer bleiben, keine Ahnung. Also der löst sich nicht auf. Aber ja, der kann jetzt alles machen. Der kann alles machen. Wow, das ist großartig. Ich lasse mir morgen auch einen machen. Mach das auf jeden Fall. Okay, ich gehe dann mal wieder nach Hause und gehe schlafen. Tschüss. Oh mein Gott, was für ein angenehmer Morgen. Und wissen, dass man nicht in die Schule muss. Okay, muss denn mein Klon hier... Muss sauber machen. Warte, das habe ich hier nicht gesagt. Hey, was machst du denn da? Warum wischst du? Oh mein Gott, nicht, dass meine Mom den sieht. Oh mein Gott, oh, warum hört er nicht auf meine Befehle? Wow, so kenne ich dich ja gar nicht. So eine fleißige Tochter habe ich. Ich muss los zur Arbeit, mein Schatz. Viel Spaß in der Schule heute. Okay, gehe gleich zur Schule. Komm mit, komm mit, komm mit. Hey, komm mit. Hallo. Okay. Komm mit in den Schrank. Beziehungsweise ins Bad. Okay, hier. Rein hier. So, okay. Wir müssen ein bisschen reden. Und zwar gibt's Regeln, okay? An die du dich halten musst. Wir reden danach der Schule drüber. Ich muss jetzt zur Schule, sonst komme ich zu spät. Bleib hier. Egal, was du vorhast, bleib hier drin. Geh nicht raus. Verstanden? Okay. Bis später. Wir reden. Oh mein Gott, Taylor? Mein Klon hat gerade gewischt bei mir. Der hat gewischt. Oh, du hast deinen Klon direkt arbeiten lassen? Clever. Nein, ist überhaupt nicht clever. Ich habe dem nicht gesagt, der soll wischen. Er ist einfach rausgegangen. Ich war in meinem Schlafzimmer. Ich hab durch die Tür geguckt und ich sehe, wie mein Klon da wischt. Ich sehe, wie meine Mom kommt und mit meinem Klon redet, ohne dass ich ihm das befohlen habe. Warte, was? Ich weiß, das ist überhaupt nicht okay. Ich habe dem gesagt, er soll im Schrank warten. Oh nein, das ist gar nicht gut. Nein, das ist auch gar nicht gut. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, meine Mom hat keinen Verdacht geschöpft, weil mein Klon halt auch gesagt hat, er geht gleich in die Schule wohl. Aber das ist überhaupt nicht okay, wenn er einfach irgendwas macht. Ich meine, jetzt hat er zum Glück nur geputzt, aber keine Ahnung, was als nächstes passiert. Was hast du jetzt vor? Ich habe ihn jetzt erstmal wieder ins Bad gesteckt. Und ich gehe jetzt erstmal mit zur Schule. Und dann rede ich, wenn ich zurückkomme, mein erstes Wörtchen mit ihm. Und hoffe, dass er drauf hört. Keine Ahnung. Ich versuche ein paar Regeln zu machen. Okay, lass uns erstmal zur Schule gehen. Ich will nicht mehr drüber nachdenken. Jetzt muss ich ein erstes Wörtchen mal mit meinem Klon reden. Es kann ja so nicht weitergehen. Das ist ja nicht möglich. Okay, hör mir zu. Ich habe dir heute Morgen schon gesagt, es gibt jetzt neue Regeln, okay? Also, du hörst auf mich. Ich bin dein Meister, okay? Du bist nur mein Klon. Du bist nicht wirklich ich. Du kannst nicht mit meiner Mom reden. Regel Nummer 1, rede auf keinen Fall mit meiner Mom. Regel Nummer 2, du gehst jeden Tag morgens in die Schule, aber erst wirklich, nachdem alle aus dem Haus raus sind, okay? Ich will nicht, dass meine Mom dich sieht. Du gehst in die Schule, du redest nur mit dem Lehrer. Ich gebe dir gleich noch ein Buch, dann kannst du lernen, während du hier drinne bist. Und wenn du was zu essen brauchst oder was zu trinken, dann rede mit mir, okay? Und sag mir das. Ansonsten, ja, keine Eigeninitiative. Nicht einfach rausgehen und putzen. Du machst, was dir gesagt wird. Haben wir uns verstanden? Verstanden. Oh mein Gott, ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Sie wirkte einsichtig. Vielleicht war das auch einfach nur, dass sie es falsch verstanden hat am Anfang. Weil ich ja gesagt habe, sie soll in die Schule und sie soll putzen und so weiter. Und ich habe ja auch nicht explizit gesagt, red nicht mit meiner Mutter. Von daher wird das schon alles gut gehen. Ich gehe jetzt schlafen und dann kann ich sie morgen in die Schule schicken. Und es wird alles gut werden. Das ist vielleicht nur am Anfang eine kleine Eingewöhnungsphase. Aber sie ist jetzt ja nicht böse. Von daher alles gut. Okay. Okay, wo ist denn mein Klon? Warte, sie ist weg. Warte, wie viel Uhr haben wir? Ist sie schon in der Schule? Nein, die muss noch nicht in der Schule sein. Es ist noch viel zu früh. Es ist noch viel zu früh. Warum ist sie denn noch nicht in der... Es ist doch nur dunkel draußen. Du musst doch nicht in die Schule, wenn es so dunkel draußen ist. Nein, ist die weggelaufen? Wo ist die hin? Hallo? Die ist nirgendwo. Die ist nirgendwo. Oh nein. Okay. Da ist Taylor. Taylor, was machst du hier? Ich wollte mich gleich auf den Weg zum Wissenschaftler machen. Okay, warum? Für meinen eigenen Klon? Taylor, mach das nicht. Mein Klon ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo die hin ist. Ich habe ihr gesagt, bleib im Badezimmer. Die ist nicht im Badezimmer geblieben. Keine Ahnung. Ja, wie weg? Ich weiß es auch nicht. Die ist weg. Die ist weg. Die kommt nicht wieder. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich habe ihr gesagt, sie soll da bleiben. Sie soll mit niemandem reden. Das Letzte, was sie gesagt hat, war okay. Oh nein, wir müssen ihn finden. Ja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wo die hin ist. Die ist garantiert auch nicht in der Schule, sondern mitten in der Nacht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay, ich gehe in der Schule nachschauen, du gehst zum Wissenschaftler. Alles klar. Oh mein Gott, ich hoffe, wir finden ihn, bevor meine Mom das sieht.
Hallo, Herr Wissenschaftlerman? Hallo? Hallo? Oh, der ist im Jacuzzi. Okay, hi. Ich habe ein Problem mit meinem Klon. Na, zufrieden mit deinem Klon? Nein, ich habe ein Problem. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Mein Klon ist weg, okay? Mein Klon ist verschwunden. Ich habe ihm gesagt, er soll wo bleiben. Was? Ja, erst hat es angefangen mit gestern. Da hat er einfach geputzt, anstatt halt im Schrank zu bleiben, beziehungsweise im Badezimmer. Ich sage immer Schrank. Im Badezimmer zu bleiben. Und das hat er nicht gemacht. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist er nicht richtig eingestellt oder sowas. Und da habe ich ihm das nochmal gesagt. Hab gesagt, hey, wir haben die Regeln. Und der ist jetzt immer weggelaufen. Und ich habe keine Ahnung, wo er ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Das ist schon einmal passiert. Okay. Und was macht man dann also in so einer Situation? Was muss ich tun? Du hast Glück. Ich habe gestern die Technik dafür entwickelt. Wofür? Wir müssen deinen Klon auflösen. Wie jetzt auflösen? Ich dachte, die Klone bleiben für immer in der Welt, wenn die einmal da sind. Das kann dann, also, oder ging das einfach vorher nicht mit dem Auflösen? Ist das gerade erst frisch gemacht? Bring ihn bitte in die Kammer, sobald du ihn findest. Wieder in die Kammer, wo er her ist? Also aus der Klonkammer? Hier auf dem Tablet ist ein Protokoll dafür gespeichert. Okay. Dann kann ich das eingeben? Je schneller du ihn findest, desto besser. Alles klar, verstanden. Herbringen in die Kammer, auf dem Tablet den Auflöseprotokoll-Dings starten. Das hier ist eine Ausnahmesituation. Alles klar, ja, ich versteh's. Hier hast du den Schlüssel fürs Haus. Okay, gut, danke. Gut, dass du jetzt kamst. Ich muss für ein paar Tage aus dem Land. Okay, alles klar, dann gehe ich mal weiter den Klon suchen. Vielen Dank, Mr. Wissenschaftler. Ich gebe mein Bestes. Oh, warte mal, mein Handy klingelt. Hallo, Taylor? Du hast den Klon gefunden? Oh mein Gott, Gott sei Dank, wo war der? Im Eisladen. Das ist aber nicht die Schule. Ich habe gedacht, wenn, dann ist er vielleicht in die Schule gegangen. Okay, magst du zum Wissenschaftlerhaus kommen mit dem Klon? Ich weiß jetzt, was ich machen soll. Wir müssen den auflösen. Okay, du kommst gleich? Alles klar, danke schön. Bis gleich. Okay, hier ist der Klon. Einmal hier rein, zack, auf und dann ab in die Kammer mit dir. Einmal stehen bleiben, bitte. Wenigstens kriegt sie das hin. Und okay, dann das Protokoll hier einmal eingeben. So, zack, 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 zack. Puh, okay, und jetzt sollte er sich auflösen. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das war alles richtig. Okay. Ist er noch da? Oh, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist weg. Oder ist er noch irgendwo versteckt? Nein, er ist weg. Oh, das hätte so mies ausgehen können. Ich bin so froh, dass das irgendwie noch ein Ende genommen hat. Ich weiß, man kann den eigentlich nicht auflösen. Und das ist gerade einfach ein wissenschaftlicher, ich weiß nicht, Fortschritt, den er hier gemacht hat. Okay, das war's dann aber mit dieser Folge Rookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt unbedingt einen Kommentar, was ihr als nächstes sehen möchtet. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!